Applaus. Jo, das war gerade der Silvesterpunsch gewesen aus der Reihe Ein Herz und eine Seele. Als das irgendjemand was sagt. Das war jedenfalls wieder mal sehr lustig. Ich weiß allerdings nicht, ob ich Dinner for One schon verpasst habe. Aber ich werde mir gleich noch Dinner for One reinziehen und dann fahre ich los. Ich habe ja noch schließlich heute etwas zu zerbomben. Ich habe zwei Mülltüten voll Böller aus den letzten 5 Jahren. Es wird Zeit, dass ich die endlich mal zersprenge, irgendwie bevor die in ihr Verfallsdatum gebracht wurden. So. Ich habe allerdings leider keinen 40-prozentigen Rum in einem riesigen Topf angesetzt, um Silvesterpunsch daraus zu machen. Das Einzige, was ich habe, ist diese furchtbar kleine Flasche Sekt, die ich jetzt mit etwas Bier aufgießen werde. Und dann werde ich mit den restlichen Leuten, die zufällig dieses Video sehen, mal anstoßen und ihnen ein fröhliches neues Jahr wünschen. Vorhersehbare Wendung. Jetzt habe ich vergessen, wie das war, ob man als erstes den scheiß Shampoos reinmachen musste oder das Bier. Jetzt einfach mal immer abwechselnd reinfließen lassen. Bei irgendeiner von beiden Kombinationen kam viel zu viel Schaum immer. Deswegen muss ich aufpassen. Ja, ich glaube, es war so rum gewesen. Man musste erst den euren Shampoos hier reinkippen und dann mit dem Bier aufgießen. Ansonsten gibt es einen furchtbaren Knall und dann hat man die ganze Hose voll von Löschmittel. Das darf ich auch bloß einmal im Jahr. Wie gesagt, bei diesem scheiß Sekt kriege ich immer einen roten Kopf und dann sehe ich aus wie ein Streichholz. Und das ist nicht gut, wenn man zu Silvester wie ein Streichholz aussieht. Dann wird man nämlich öfter mal missbraucht. Die nehmen einen einfach knallhart an den Füßen und rummeln einen auf irgendwelchen braunen Oberflächen herum. In der Hoffnung, es werden sich Funken bilden und ein Feuer entfachen, damit man dann seine schäbigen Batteriefeuerwerke anzünden kann. Ja, bis jetzt sieht man sie nicht. Ich habe noch keine Fenster richtig hier reingemacht, die sind nur aufgemalt. Und deswegen kann man nichts genau sehen, aber man hört, dass hier viele Leute Batterien benutzen. Andererseits, wenn ich Fenster drin hätte, dann würde das auch nicht viel bringen, denn da steht ein Baum. Ein Umspannwerk und ein paar Lastkraftwagen und all so eine Scheiße, also es ist sehr schwer, das zu erkennen. Wie auch immer. Ja, da ich ja um 0 Uhr irgendwo auf der Straße sein werde, angetrunken und mit einem Haufen Knallzeug aus den letzten 5 Jahren irgendwie, habe ich keine Zeit, dann live mit euch anzuschließen, aber dazu habt ihr bestimmt auch keine Zeit und keine Lust. So, ihr guckt es wahrscheinlich irgendwann übermorgen oder so weiter oder überhaupt nicht. Also, alle, die das sehen, ein fröhliches neues Jahr. Groß Neujahr hier. So. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich dieses komische Sektzeug eigentlich überhaupt nicht vertrage? Ja, mir wird schon wieder warm. Eigentlich wollte ich ja auch noch einen Pfannkuchen mit euch essen. Also ich esse ihn und wer noch nicht ausgeschaltet hat, guckt zu. Aber das habe ich dummerweise verkackt. Ich habe ihn schon vorher vertilgt. Lange vorher. Eigentlich kurz nachdem ich ihn gekauft habe, aber er war einfach zu verlockend. Den Geschmack mal ein bisschen runterspüren und hier auch dann die Schaumkrone aus dem Wasser fallen. Das macht man ja nur, weil es Tradition ist. Ich finde, das Zeug schmeckt voll widerwärtig. Jo. Na gut, dann werde ich mal nicht weiter eure kostbare Zeit beanspruchen. Und sage auf Wiedersehen und ein glückliches neues Jahr und all diesen ganzen Kram, den man sich in einem glücklichen neuen Jahr wünscht, um richtig glücklich und neu zu sein. Bis dann, viel Spaß und sprengt euch nicht die Finger ab.